Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe mich heute für diesen Kran hier entschieden, der zwar eigentlich nicht leicht ist, aber heute ist mal einer von den wenigen Tagen, wo ich wirklich nichts anderes habe, wo ich in drei Runden spielen kann. Außer, dass man halt hier viel mit Bomben spielen kann. Das ist halt alles hier dasselbe und Co. Man könnte natürlich lange mit links und rechts bewegen und arbeiten, aber ja, vielleicht passiert es ja heute trotzdem. Gucken wir einfach mal. Ja, okay, die ist locker, alles klar. Okay, beide unten sind locker, alles klar. Da kann ich mir zum Beispiel jetzt gut gucken, dass ich links und rechts bewegen und mache. Und dass ich dann vielleicht entweder hier die Bombe platziere. Oder vielleicht, ja doch, ich muss sie hier platzieren, wenn ich hier drüber gehe, dann kullert mir die hier weg. Dass sie dann vielleicht nach links fällt und dann von alleine kullert. Ich gucke einfach mal. Also bis gleich. So Leute, ja, nach etwa 20 Minuten ist sie endlich gefallen. Hat auf jeden Fall sich gut bewegt. Manchmal müsste man jetzt sagen, bei der Schräge würde es länger dauern. Problem ist halt ist nur, man sieht vielleicht sogar, die hier hat sich schneller nach rechts bewegt als die hier. Die ist vielleicht gerade ein paar Striche bewegt. Hat sich ein paar Striche bewegt. Problem ist halt nur, ich bin immer noch am überlegen, wie ich jetzt an die hier drankomme. Ich könnte jetzt überlegen, dass ich vielleicht hier so vielleicht leicht drüber gehe, dass die Bombe, wenn sie loslasse, ganz leicht hier runterkullert und dann hier explodiert, dass sie halt nach links fliegt. Oder ich kann gucken, dass ich vielleicht ein bisschen drüber komme, dass die Bombe halt hier irgendwie über diese Note hier drüber rollt, dass sie hier ganz leicht hier runterrollt und hier explodiert. Was natürlich noch ein bisschen schwieriger ist, ob sie dann vielleicht überhaupt drüber springt oder nicht, gell? Weil, ja, das wird vermutlich nichts. Weil ich kann es sein, ich habe schon meine alten Aufnahmen nochmal genau angeguckt, wie das halt weiter lief. Und als dann die hier noch hier oben war, hier fest, und ich die Bombe hier oben platziert habe, dann ist die hier umgefallen und hat hier eine große Lücke gelassen. Und so kommt man natürlich einfach an sie dran. Also dass halt die Bombe halt hier einen besseren Platz hat zum Treffen. Aber ja, ich muss natürlich jetzt überlegen, wäre ich jetzt so, dass die Bombe hier landet oder hier. Oder am Ende landet sie vielleicht sogar einfach nur oben drauf und dann passiert gar nichts. Aber wenn sie dann hier links runterfällt, dann habe ich natürlich wieder das Problem, dass ich halt dadurch, dass die hier noch liegt, dass ich an sie vermutlich dann auch nicht drankomme, solange ich keine Links- und Rechtsbewegung mache. Ihr wisst, was ich meine, gell? Deswegen bin ich gerade überlegen, ob ich jetzt hier rechts oder links das mache. Es wird so oder so schwierig, weil, ja, ob ich hier hinwerfe, dass ich vielleicht nicht drüber springe, ob ich hier hinwerfe, dass ich hier jetzt trotzdem mal links, rechts bewegen mache, ist natürlich so eine Sache für sich. Ich versuche mal, hier hinzuwerfen und wenn es nichts wird, dann, ja, dann war es halt für heute. oh Mann. Na, verdammt, okay, nee. Sie hat sich zwar gedreht, aber dadurch, dass die Bombe noch oben lag, ist natürlich klar, dass halt sie nicht nach rechts geschossen wird, sondern halt einfach nur, ja, hier genau gegen diese Säule. Das war doof, das war wirklich sehr doof. Vor allem, weil halt nichts wirklich was dabei passiert ist. Ob ich jetzt die Bombe da hingesetzt hätte oder nicht, oder eher gesagt, ob halt jetzt sie sich gedreht hat oder nicht, wäre egal gewesen. Ich hätte vielleicht doch gucken sollen, dass ich vielleicht eher hier rechts hätte platzieren sollen, dass sie vielleicht nach links fliegt, aber ja, oder halt noch ein bisschen weiter nach links, dass die Bombe noch ein bisschen mehr Platz hat zum Runterfallen. Ist halt gerade das Problem bei Bombenkrähen, aber ja, was hätte ich heute sonst spielen sollen, ja. Schade eigentlich, aber gut, war mir sowieso klar, dass die Marke schwer wird und dann gehen wir mal zum Training. Hier soll ich ein Trainingskran-Spiel, viel Spaß beim Üben. Und noch mehr Bombenkran. Mann, habe ich einen Spaß heute. ja gut, wisst ihr. Marke lockern. Ja, gut. Marke lockern. Na komm. Alles klar. Na komm, hol noch ein bisschen rüber. Komm, alles klar. Ihr wisst ja, wie es ist. Wobei bei dem Kran ich speziell sagen muss, dass es ein bisschen fairer gemacht ist, weil nicht jeder Kran hat hier diese Schräge, dass halt die Marken in der Ecke liegen bleiben können, gell? Also eher gesagt, davon verhindert werden, dass sie in der Ecke liegen bleiben. Ja, Bombenkran, ich sag's immer wieder. Das war dumm von mir. Ich wollte eigentlich in die Mitte werfen. Egal, kommt. Ist egal. Der Tag ist heute eh gelaufen. Das heißt, wenn ich zwei Runden bekommen sollte, macht es nicht unbedingt viel Unterschied, weil ich wüsste nicht, wie ich die Bombe oben hinwerfen soll, damit sie echt nach unten bewegt. Das ist halt das große Problem. Der hätte vielleicht von Anfang an gleich nach links umkippen müssen und dann hätte es vielleicht gepasst, aber so wird es halt nichts. Ich kann jetzt nochmal zum Schluss auf jeden Fall nochmal versuchen, dass sie vielleicht die Bombe wieder so platziert, dass sie halt links ist, dass sie vielleicht rüber springt, aber ja, wenn es fail ist, ist halt fail. Und dann muss ich halt beim nächsten Mal gucken, wie ich es halt irgendwie anders mache. Also vielleicht ein bisschen mehr Glück habe, dass sie dann doch umkippt oder so. Oder ich weiß es halt nicht. Wie gesagt, die Art von Bombenkran ist sowieso eine Sache für sich. Wie eigentlich jeder Bombenkran, genau wie der hier. Und go.
So, ich habe übrigens noch was überlegt. Es kann vielleicht sein, dass man halt beim ersten Wurf die Bombe schon hier platzieren muss, weil halt die Echo noch ein bisschen bei deiner Links liegt. Und dass sie halt durch die Explosion hier, dass sie dann die Magie lockern runterfällt und die dann vielleicht dann auch so stehen bleibt an der Lücke und dass man die dann halt nochmal hier hinwerfen muss, dass dann die runterfällt. So kann ich mir das auch vorstellen. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall wieder ein Risiko machen, dass ich halt nochmal hier drüber werfe. Es kann sogar sein, dass es sich jetzt dann gleich gerade stellt, also dass es wieder halt nach links bewegt. Aber dass ich halt vielleicht durch die Explosion nochmal gucke, dass die vielleicht drüber springt. Wenn nicht, dann wissen wir es zumindest mal. Und dann war es natürlich. Go, go, go. Na. Ach, Ashley. Ja gut, das ja, war irgendwo schon fast klar. Gerade bei Bombenkrennen, ich meine, gut, wenn man je höher man ist, und so einfach hat man natürlich auch zu zielen, sage ich mal. Aber, ja. Und das meine ich halt jetzt, so wie es halt jetzt liegt, dass sie gleich beim ersten Wurf hier mit der Bombe hier die Marke hier lockernd runterfällt. Und dass man halt dann die Bombe hier nochmal platziert, wenn die halt weiterhin so schlägt bleibt, dass sie halt dann nach unten fällt. Und dass man mit der dritten Runde, dass man vielleicht ein bisschen mit den Restwegen arbeitet, dass dann die zwei Marken hier runterfallen, je nachdem, ob die noch weiter nach rechts geschoben wird, ja. Und dass man halt sie dann halt mit der letzten Bombe halt runterwirft. So wäre es halt gewesen. Ich hätte natürlich auch gucken können, dass ich die Marke hier kriege, aber die kann ich auch irgendwann mal in einer Runde holen. Sollte auch kein Problem sein. Und dann haben wir zumindest ein bisschen was gelernt wieder, zumindest halbwegs, was die Bombenkräne angeht. Also nicht unbedingt jetzt hier hinwerfen, vielleicht doch hier. Aber das wäre halt natürlich besser gewesen, wenn man sowas üben könnte, gell, vorher. Aber das ist halt immer so die Sache für sich. Ich wünschte mir ja immer noch, man hätte einen Trainingskran, wo man keine Marken kriegt, sondern einfach nur trainiert, ohne dass man irgendwie einen Bonus oder sowas bekommt. Aber dann wäre das Spiel vermutlich dann doch wieder zu einfach, gell. Wenn man halt immer so im Vorfeld hundertprozentig weiß, wie die Bomben reagieren, gell. Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn, das war heute Feldtag. Immerhin haben wir eine Marke bekommen, die wir beim nächsten Mal sowieso wiederholen müssen. Und ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger K Training sehen wollt, auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ja, Bombenkran. Ich hab wirklich teilweise dumme Würfe gemacht, weil ich keinen Bock auf einen Bombenkran hatte. Aber werft doch bitte, liegt doch eher in die Mitte und nicht so wie ich am Rand, gell? Ach ja, Bombenkran halt. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.